Hallo, liebe Siebener. Wir haben jetzt nach einigen Wochen, wo wir uns über Videokonferenzen gesehen haben und auch nur mit Plänen gearbeitet haben, jetzt doch mal ein Thema, was ich euch in einem extra Video erklären möchte, weil es eben das erste Grammatikthema ist seit langem. Und es ist leider auch ein Grammatikthema, was ein bisschen schwieriger ist und ein bisschen länger dauert. Von daher alles jetzt mal langsam euch erklärt, wie es funktioniert, was ihr lernen könnt. Und dann habt ihr für 2 Wochen im Anschluss einen Plan. Wir werden dann auch in einer Konferenz nochmal drüber sprechen, dass ihr auch die Sachen alle richtig gemacht habt. Die neue Zeit heißt Present Perfect und ich schreibe euch das jetzt hier auf, so wie ich es auch immer an die Tafel geschrieben habe. Wann verwende ich es, wie verwende ich es und dann einige Beispiele dazu. Also ich habe schon mal angefangen, wann. Ihr verwendet das Present Perfect, wenn etwas gerade passiert ist, noch nie oder wenn es Auswirkungen auf die Gegenwart hat. Wir machen nachher Beispiele dazu, dann wird es vielleicht klarer. Wie bilde ich es? Es hat 2 Teile. Der erste Teil ist have bzw. has. Und jetzt müssen wir schon überlegen, wann verwende ich have, wann verwende ich has. Have verwende ich bei I, you, we und they und has bei he, she, it. Oder halt dementsprechend, wenn statt der Wörter dann halt eben zum Beispiel ein Name steht, für den man dann einen jungen Namen einsetzen kann, für he oder ein Mädchennamen dann eben für she oder wenn es eine Sache ist für it, dann weiß ich das. Wenn mehrere Leute benannt werden, zum Beispiel Mark, Tina und Christina, dann it's they. Dann sind es ja 3 Leute, also verwenden wir they. Das ist eigentlich alles, was wir schon mal gemacht haben. Also, wir haben einmal have und has und dann haben wir das sogenannte Past Participle oder die dritte Form des Verbs. Und dazu werde ich jetzt mal kurz euer Buch holen. Dort befindet sich auf der Seite 253 diese schöne Liste an Wörtern, die euch wahrscheinlich noch sehr wohl bekannt ist, das hatten wir nämlich alle schon mal gemacht beim Simple Past. Das sind die irregulären Wörter. Die regulären Wörter werden, ob jetzt beim Simple Past oder hier in unserem Fall beim Present Perfect, immer mit ED gebildet. Also wir haben einmal regulär, Verb plus ED. Wie gesagt, das kennt ihr ja eigentlich schon. Und irregulär, die man lernen muss. Das Problem des Ganzen ist jetzt, das sind wiederum andere Formen als die für Simple Past. Ich nehme mal eins gerade raus, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Zum Beispiel, wo ist es deutlich anders bei do hier oben. Das wisst ihr hoffentlich noch, dass es ein Simple Past did ist. Und die dritte Form, die wir jetzt brauchen, heißt done. Das sind jetzt einige, aber ihr habt jetzt auch einige Zeit, um diese Wörter einfach auswendig zu lernen. Es gibt sehr wenig, wo man Englisch wirklich mal komplett auswendig lernen muss, außer natürlich Vokabeln. Und diese dritten Formen sind eine Sache davon. Möglicherweise habt ihr dann auch ein Wort mit einer Verneinung oder einen Satz mit einer Verneinung. Dann haben wir haven't bzw. hasn't. Auch nicht wirklich viel schwieriger. Plus dritte Form des Verbs bleibt gleich. Bei Fragen sieht das ein bisschen anders aus, aber auch da kennt ihr eigentlich das, wie das funktioniert. Dort dreht sich das Ganze einfach ein bisschen rum. Wir haben hier have und has. Dann kommt wie immer dieses I, you, we, they und so weiter. Nochmal hier 3 Punkte hin und dann die dritte Form des Verbs. Wenn ich sage, es ist schwieriger, das Thema, dann nicht unbedingt, weil es so schwierig zu bilden ist, sondern es ist vor allen Dingen nachher schwierig zu unterscheiden von einer anderen Form, nämlich dem Simple Past. Wir gehen mal auf Beispiele, wie ihr das Ganze bildet. Zum Beispiel, I have just eaten an apple. Hier haben wir die Form von have. Bei I muss ich natürlich have sagen und nicht has. Und hier die dritte Form des Verbs, eaten, von eat.
Hier habe ich ein Signalwort, das steht hier zwischen den zwei Sachen. Das wäre hier just gewesen. Schreibe euch nachher die Signalwörter auf. Heißt, wenn ihr euch daran erinnert, gerade. Also, ich habe gerade einen Apfel gegessen. Deshalb hier oben, wann verwende ich es, wenn etwas gerade passiert? Ein weiteres Beispiel. Diesmal ohne Signalwort. She has broken her leg. Das ist eins meiner Lieblingsbeispiele, weil das wird immer wieder verwendet, wenn ich euch erkläre, wo der Unterschied von Present Perfect und Simple Past ist. Ihr könntet jetzt ja sagen, ah ja gut, sie hat sich halt ihr Bein gebrochen, das ist in der Vergangenheit gewesen, warum kein Simple Past? Das kann man manchmal nur aus dem Kontext herausfinden. Stellt euch mal vor, irgendein Mädchen kommt gerade mit Krücken in die Klasse, dann sagt sie, she has broken, oder ihr könnt sagen, she has broken her leg. Sie hat sich ihr Bein gebrochen und zwar Present Perfect, weil es hat noch eine Auswirkung, das steht wieder hier oben, eine Auswirkung auf die Gegenwart, weil das Bein ist ja immer noch gebrochen. Der Bruch an sich war in der Vergangenheit, aber es ist noch kaputt. Wenn sie den, oder wenn ihr den, das normale Simple Past verwendet, she broke her leg, dann wäre es der Fall, dass sie dann in die Klasse gekommen ist und hat keine Krücken mehr, keinen Gips. Das Bein ist also wieder ganz. Das ist wirklich die Schwierigkeit zu unterscheiden. Erstmal werdet ihr hauptsächlich Übungen machen zum Erstellen der Formen. Das heißt mit der Have plus der dritten Form des Verbs. Und dieser Abgleich zwischen Simple Past und Present Perfect kommt erst später. Hoffentlich, wenn ihr vielleicht auch nochmal teilweise zumindest mal in der Schule seid. Ich habe noch zwei Beispiele aufgeschrieben. Zum Beispiel. He hasn't done his homework. Hasn't plus dritte Form des Verbs. Done von did. Das wäre jetzt hier zum Beispiel der Fall, wenn er sagt, er hat keine Hausaufgaben gemacht. Dann sagt er mir das in dieser Form, wenn er sie jetzt nicht dabei hat. Dann hat es immer noch eine Auswirkung auf die Gegenwart. Er hat sie ja nicht dabei, also hat er es auch nicht gemacht. Wenn ich jetzt davon erzähle, wie ich irgendwann vor 3 Jahren mal keine Hausaufgabe gemacht habe, dann verwende ich die reguläre Form. Das heißt hier in dem Fall die Simple Past Form. Reguläre Form war jetzt nicht richtig von mir. Also die Simple Past Form. He did oder he didn't do his homework. Im Moment braucht man, wie gesagt, nur das hier. He hasn't done his homework, wenn er es jetzt gerade nicht vorlegen kann. Und noch ein Beispiel für eine Frage. Have they bought ice cream? Wenn ihr zum Beispiel für eine Party was habt und jemand sollte das mitbringen, die Ice Cream, und dann fragt er, have they bought ice cream? Als Beispiel jetzt, wenn Sie, haben Sie Ice Cream gekauft? Okay. Wichtig noch die Signalwörter. Und für die Signalwörter haben wir jetzt nur ein paar, die ich euch aufschreiben will. Just ist ein Signalwort, dann weiß ich, muss ich das Present Perfect verwenden. Oder ever. Aber auch das Gegenteil, never. Dann right now. Und yet. Ich weiß gar nicht, ob wir yet schon mal hatten. Zum Beispiel würde das heißen noch. Noch nicht am Ende eines Satzes. Have you done your homework yet? Hast bereits oder noch deine Hausaufgaben gemacht? Okay. Das wäre das Wichtigste für das Present Perfect. Ich mache nochmal eine Kurzwiederholung. Wann braucht ihr es? Ihr braucht es, wenn etwas passiert, gerade passiert ist, noch nie, oder wenn es Auswirkungen auf die Gegenwart hat. Gebildet wird es mit have, has in der dritten Form des Verbs, wobei die regulären mit ed gebildet werden und die irregulären hinten auf der Seite 253 geladen werden müssen. Die Verneinung ist quasi dasselbe. Haven't plus hasn't. Haven't hasn't plus dritte Form. Und die Frage ist have has plus are you he und so weiter plus dritte Form des Verbs. Nochmal konkret. I have just eaten an apple. Have plus dritte Form des Verbs. She has broken her leg.
Has plus dritte Form des Verbs. He hasn't done his homework. Hasn't plus dritte Form des Verbs. Und dann als Frage. Have they bought ice cream? Have plus dritte Form des Verbs. Und hier dazwischen ist dann immer das Personalpronomen. Signalwörter. Just, ever, never, right now und yet. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen und ihr werdet damit euren Plan gut durchführen können.